Die Zeiten, als Finnland als Basketballzwerg belächelt wurde, sind nun endgültig vorbei. Bei der Europameisterschaft 2011 landeten die Skandinavier auf Platz 9. 2013 sind sie erneut das Überraschungsteam des Turniers. Das Team von Ex-Bundestrainer Henrik Detmann schlug in der ersten Runde Basketball-Großmächte wie Griechenland, Russland und die Türkei. Großen Anteil an diesem Erfolg hat der Playmaker Petteri Koponen. Er führt bei den Finnen Regie und ist zudem bester Punktesammler. Das Geheimnis des Erfolges ruht aber nicht nur auf seinen Schultern. Wir spielen bereits seit einiger Zeit zusammen, kennen uns gut. Wir wissen, wie der andere denkt, wie er sich bewegt. Jeder kennt seine Rolle. Ich denke, das ist das Wichtigste. Einen Rückschlag erlitt das Team von Henrik Detmann im letzten Gruppenspiel gegen Griechenland. Das verletzungsbedingte EM-Aus von Kapitän Hanno Mütüller. Ein herber Verlust. Doch statt sich in der Heimat zu kurieren, blieb der 37-Jährige in Slowenien und unterstützt weiterhin sein Team. Nach der 63-88 Pleite gegen Kroatien zu Beginn der Zwischenrunde war seine Erfahrung vonnöten. Es tut mir sehr leid, was Hanno passiert ist und dass für ihn das Turnier beendet ist. Aber er ist unser Kapitän, er hat so viel Erfahrung und kann dem Team mit seiner Anwesenheit, gerade den jüngeren Spielern, helfen. Aber natürlich hätte ich ihn lieber auf dem Spielfeld. Am Samstag geht es für Finnland gegen Europameister Spanien. Vor allem auf den 25-jährigen Koponen wartet viel Arbeit. Der Spielmacher wird es dann mit den NBA-Stars Ricky Rubio und José Calderón zu tun bekommen. Respekt ja, Angst nein. Ich muss bereit dafür sein. Sie haben großartige Verteidiger wie Rubio und spielen mit viel Energie. Sie haben eine überwältigende Offensive, aber ich denke auch die beste Defensive bei dieser Europameisterschaft. Das Erreichen der Zwischenrunde ist für Finnland bereits ein Erfolg. Der Einzug ins Viertelfinale wäre eine kleine Sensation.